Willkommen zu Horizon, Call of the Mountain. Dann machen wir mal weiter. Da ging es ja ganz schön ab. Vor einem Monat habe ich das letzte Mal gespielt. Da bin ich ja gespannt, was jetzt da abgeht. Ich glaube, da geht jetzt voll die Post ab, weil letztes Mal ging es schon richtig zur Sache. Oh, wo bin ich jetzt hier? Ah ja, genau, hier habe ich, ach, hier habe ich noch was vergessen, mein Loot. Siehste? Da wäre ich schon beinahe ohne Loot losgegangen. Aber habe ich eigentlich gemacht letztes Mal. Es hat wohl nicht abgespeichert. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ah, hat doch abgespeichert. Gut, hier war da nichts mehr, ne? Kann man die Dinger kaputt machen? Boah, das hätte ich auch machen können die ganze Zeit. Naja. Vielleicht hilft es ja dem nächsten Zuschauer, der das sieht. Der macht das dann in Zukunft. Boah, das sieht so geil aus wieder hier. Das ist wirklich das geilste, das krasseste, was es gibt an Grafik von PSVR 2. Wohoho. Was ist das denn da oben? Das ist ein Eiszapfen, aber vielleicht kann ich da irgendwas machen. Ich glaube nicht, ne? Nee. Ah, da muss ich wieder meine Gadgets verwenden. Lass mich mal kurz fallen und werde mich dann wieder dran halten. Das wackelt aber ganz schön. Ui! Ui! So. Wie ging das nochmal? Achso, so. Muss ich das benutzen oder was? Nee. Ich brauche dieses eine Teil, was wir da gebastelt haben, ne? Dieses krasse Ding hier. Zack. Rangeworfen. Dann kann man sich da schön abseilen. Erstmal gucken, ob hier irgendwas noch ist, was ich abschießen kann mit meinem Bogen. Anscheinend nicht. Da kommt dann noch mal so ein Nepsi ran. Den kann ich ja von hier schon mal ranwerfen. Die sind irgendwie so magnetisch. Guck mal, ich mache das jetzt hier ganz locker so. Oh ne, es geht nicht. Dann liegt das wohl doch an meinem Skill. Ne. Wow. Oh. Wow. 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 Runter zum Fuß des Bergs. Was dann? Das frage ich mich auch. Das ist hier die Frage, ne? Krass, von da hätte ich auch kommen können, oder wie? Aber ich gehe ja jetzt immer weiter in den Abgrund. Boah, das sieht so geil aus. Jedes Spiel soll so aussehen. So soll jedes Spiel aussehen. Oh, was mache ich? Was drücke ich denn hier? Hier ist doch noch mein Teil, das ist ja meins. Mensch. Zack. Gekonnt hingeworfen. Das ist ja krass. Wo sind die denn alle eingefroren? Ich habe irgendwie die Vermutung, dass die alle zum Leben erwecken, wenn ich da runterkomme. So, so, so und Hilfe! Lucia ist verrückt. Hilfe! Wie will sie denn ihre Köder in die Hauptstadt bringen? Wird sie Spione nutzen? Soldaten? Sie irgendwie verkleiden? Ja, was wird die machen? Was hat die sich dabei nur gedacht, ne? Kann ich hier dran rumklettern? Kann ich das anpacken? Boah, sieht das geil aus. Krass.
krass, wenn ich mir vorstelle, das würde so in Pavlov aussehen. Und dann bin ich hier so hinter und dann gehe ich hier so geduckt und baller hier so durch. Ja, das wäre geil. Boah! Ein Langhals? Ein Langhals. Sarah hat ihn wohl gefangen. Aber wie? Na, siehst du doch, mit den Ketten. Das sind friedliche Maschinen. Was immer sie vorhat, kann nicht gut sein. Das ist ein ganz böser. Ich muss mich befreien, indem ich die Befestigung löse. Das werden wir machen. Das wird schon irgendwie klappen. Noch ein Köder, aber nicht aktiv. Warum würde Asera ihn zurücklassen? Was ist das für ein Geräusch? Ganz klarer Fall. Das haben sie doch hier wieder vergessen, die Leute. Muss man wieder alle zusammenbasteln. Ey! Ey! Oh. Fällt denn das immer runter hier? So eine Sauscheiße hier! Scheißdreck! Scheißteil, was unkaputtbar ist! Was ist das denn hier? Das kann man gar nicht nehmen, die Scheiße! Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist total krank und sinnfrei, dass sie das hier so hingelegt haben, aber... Man nimmt sich mal kurz die Zeit, ne? Um so ein paar Experimente zu machen. Verdammte Scheiße! Wo bin ich denn hier? Oh, ich habe Start gedrückt. Fortsetzen. Ganz ruhig. Ich werde dich retten. Ach, da muss ich lang klettern. Vielleicht an dir hochklettern. Aber ich gucke erstmal, ob hier Loot ist oder irgendwas, was ich zerschießen kann, ne? Nicht, dass ich dann nachher das verpasst habe. Und dann ist das Geheule wieder groß, ne? Boah. Das ist alles so riesig. So, dann gehen wir mal hier lang. Klettern wir mal an dem hoch, falls das geht. Ich sehe jetzt gar nichts, was irgendwie so gemacht ist, als ob man daran klettern kann. Vielleicht von der anderen Seite. Was ist denn das hier alles für ein Zeug? Kann ich das nehmen? Nee. Muss ich hier wieder ranspringen oder was? Nee. Jetzt sind sie wach, die Nachbarn. Unter mir. So, jetzt guck ich mal. Was ist das denn? Aber das ist alles so geil, ne? Wie machen die das? Dass das so aussieht. Das macht mich ganz verrückt, dieses Piepen. Kann ich die Scheiße abmachen? Also nicht. Ah, da ist eine Scheibe zum kaputt machen. Ja. Bin ich von da gekommen? Oder bin ich von da gekommen? Will mal kurz überlegen. Bin nicht von da gekommen. Ich muss hier lang. Rauf zu dieser Befestigung. Ja, das machen wir. Aber erstmal gucken wir, was hier so ist, ne? Haben wir nicht umsonst den Weg hier hingebaut und hier ein paar Fackeln hingemacht? Oder ist das einfach nur der Weg für Sportliche und da drüben der Weg für bequeme Menschen? Oder wie? Kann ich irgendwas bauen? Herstellen?
Das sieht ja mau aus. Machen wir den mal zurück. Wir nehmen den Weg für Sportliche. Wir brauchen diesen scheiß Aufzug nicht. Oder? Brauchen wir ihn doch? Boah, bin ich etwas runtergefallen. So, so. Ah, hier ist hier so ein komisches Rätsel, ne? Da nehmen wir wieder den Pömpel, den altbekannten. Zack. Und darüber. Dann hier rüberlehnen und ran schwingen. Wuhu. Zack, zack, zack. Einmal rumgreifen. Und schön die Arme schwingen wie ein Orang-Utan, der nach seinen Bananen greift. So. Hier haben sie keinen Hammer hingemacht und ein paar Kelche, die man wegboxen kann. Da bist du, Zahnrad. Da bist du. Und der Zahnrad muss ich wieder mitnehmen oder soll ich das da ranhängen? Brauche ich das nachher? Das ist hier die Frage, ne? Wir nehmen es einfach mal mit. Da unten kann man nämlich irgendwas ranmachen. Gibt es hier noch ein Zahnrad? Kann ich das hier nehmen? Nee. Dann gehen wir mal hier wieder runter. Das brauchen wir bestimmt auch, das Zahnrad, ne? Um den Fahrstuhl zu betätigen. Hey, wo? Oh, ey, achso, ich stehe hier noch so auf der Schwelle mit den Zehenspitzen hinten dran. Was? Hilfe! So. Hier ist das gute Zahnrad, ne? Hier ran und dann geht das wahrscheinlich einfach. Nehmen wir den Knüppel. Hey, das klemmt oder was? Ah ne, falsche Richtung. Ach, kann man da auch noch lang? Ne, da war ich ja. Krass, wie das aussieht. Als ob mir das ins Auge piekst. Dieser Hebel muss die Befestigung lösen. Dim, dim, dim. Moment. Sind diese Köder am Langhals? Die sind da dran. Ein mit Ködern Stücken Langhals nach Meridian schicken? Das kann ich nicht zulassen. Das kann ich einfach nicht zulassen, Mensch. Ich möchte diesem Langhals helfen. Dieser Langhals hat nichts verbrochen. Da müssen wir wohl wieder runter. Jop, jop, ja. Huhu. Da muss er erstmal schnauben. Und schnaufen. Dann geht's wieder runter. Ich spring ab, ich spring ab. Ich spring ab. Kann man nicht. Aber der Sound ist krass. Wäre der Sound jetzt immer anders, dann würde mich das richtig stressen. Die Killermaschinen würden dem Langhals bei all diesen Ködern nach Meridian folgen. Asera muss aufgehalten werden. Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? Nach links und nach rechts. Ich bin von hier gekommen. Der Aufzug geht nicht. Bin da reingegangen, erfolgreich alles gelöst. Aber hier war ich eigentlich auch schon. Da ist noch so ein Ding, vielleicht komme ich da hoch. Jetzt löse ich die nächste Befestigung. Wie denn? Wie löse ich die denn? Hast du da einen Plan? Hier hochklettern oder was? Nee. Du alter Schlauberger, das will ich doch die ganze Zeit schon machen. Was denkst du denn? Was bist du denn für ein Klettermaxe, wenn du nicht mal hier an so ein paar Baumstumpfdingern hochklettern kannst? Achso, dann muss ich wohl hier lang. Hierdurch muss es doch zur Befestigung gehen. Ja, anscheinend.
Nehmen wir mal die Spitzhacke raus. Mach das auf die Scheiße! Ich hab's euch gesagt, auf hier mit dem Eis rumzuspielen, Leute. Krieg ich das auch noch? Ey, ey, ja. Ja. Spitze. Und jetzt? Ah. Ich muss meinen Zangengreifer nehmen und ranziehen. Wuhu, loslassen. Yeah, yeah, yeah. Oh. So. Gut. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Das machen wir doch gerne. Ein Monat ist es her, dass ich diese Spitzhacken benutzt habe und irgendwo dran hochgeklettert bin. Jetzt ist es wieder soweit. Jetzt ist der Kletterer in mir entfesselt. Das war schon. Boah, da dachte ich mir auch gerade, boah, da muss man aufpassen, ne, wenn das einen ins Auge piekst hier, die spitze Teil hier. So, 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 so. Okay, der Zangengreifer. Was ist denn da los? Zack. Und ranziehen. Achso. Oh, Alter, das war ja cool. Dass man, da war ich jetzt nicht drauf gefasst, dass man da so schnell reagieren muss. Normalerweise mache ich da immer noch so ein Dance dabei, ne? Da bin ich ja jetzt gefasst. Ich mache mal schon mal vorsichtshalber hier eine Spitzhacke rein, ne? Und hier den Haken. So. Achso, scheiße, ich muss auch schwingen, ne? Das ist ja tricky. Aber cool. Ich fühle mich ein wenig herausgefordert von diesem Spiel. Nee, das wollte ich nicht. So. Zangengreifer. Rangezankt. Hingezogen. Losgelassen. Neue Zange. Oh, boah, das war. Das war filmreif. Das war richtig cool. Hey, was war das? Einfach Spielbereich verlassen. Habe ich zu weit rumgeschwungen und bin zu weit nach hinten gelaufen. So, so. Puh. Puh. Erstmal diese Zapfen zum Schmelzen bringen mit meinen warmen Atmen. So. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich den Dartpfeil nehmen. Ja, richtig lässig, wie ich den da hochgeworfen habe. Ob ich das schon mal ein paar Mal gemacht habe im Leben. Aber das habe ich ja schon mal ein paar Mal gemacht jetzt, ne? So 7 Mal ungefähr. Boah, das sieht so geil aus. Boah. Krass. Oh, ich muss mich mal kurz hier in den Schneidersitz setzen. Das ist ja krank. Also ich hocke jetzt gerade. Krass. Das muss man mal wirken lassen auf sich. Dort lang. Ein Hebel. Bald habe ich den Langhals befreit. Halt durch, mein Großer. Halt durch, du. Mach jetzt nicht schlapp. Nummer 2, dann noch eine. Wenn ich mit den Befestigungen durch bin, muss ich diese Köder beseitigen. Nicht, dass der Langhals mit ihnen abhaut. Moment. Sind diese Köder am Langhals? Ist das Aseras Plan? Einen mit Ködern bestückten Langhals nach Meridian schicken? Das kann ich nicht zulassen. Ja, aber wie komme ich denn jetzt da hinten rum? Hä? Da ist ein Teil, was ich abgeballert habe. Kann ich die Dinger jetzt nicht einfach abballern? Dann hat sich das hier mit dem rumgepiepsel. Weint der, wenn ich das mache, oder bilde ich mir das nur ein, wenn ich den treffe? Oh, scheiße. Ja, der weint dann.
wenn ich mitten ins Rote reintreffe. Dann wollen wir da mal lieber mit aufhören, ne? Und wollen dem Kollegen weiterhelfen. Wir wollen ja nicht, dass hier jemand weint. So. Keine Ahnung, wo Sierra gerade ist. Aber ich muss die letzten Befestigungen lösen, bevor sie mich findet. Ja, aber sag doch mal, wie? Gib mal einen kleinen Spoiler. Hast du direkt schon abgecheckt, wie man den letzten macht, oder wie? Also, ich habe keinen blassen Schimmer. Wie Tick, Trick und Track jetzt sagen würde. Wollten die, dass ich hier irgendwas mache? Die Ketten sind ab. Die Kette ist dran. Aber der Weg verwuchert. Von da kam ich doch, oder? Oder soll ich da trotzdem nochmal reingehen und gucken? Vielleicht habe ich eine Abzweigung verpasst. Gehen wir nochmal hier rein. Und Spielungssinn. Also ich glaube, hier soll ich nicht sein. Das sieht ja nicht so aus, als ob ich hier irgendwo noch was festmachen kann und mich hochziehen kann. Also da lasse ich gerade enttäuscht meine Schultern sacken. Dann gehen wir wieder zurück. Aber das sieht echt krass aus. Also. Mal überlegen. Ah. Genau. Das ist cool. Das ist mega cool. Das ist cool. Das ist richtig spitze. So. Oh. Das war ein bisschen weit weg. Spitzhacke raus. Reingerattert. Nächste Spitzhacke. Ausrasten! Ausrasten! Komm her! Ich lasse mich hier nicht verarschen von euch, Leute. Die Osaram haben eine Art Steg oder Brücke da oben gebaut. Ja, ich würde mal sagen, das nennt man Brücke. Halte durch! Halte durch! Das ist cool mit diesen Geräuschen. Man weiß genau immer, woher die kommen. Und je nachdem guckt man dann auch dahin. Das ist schon geil gemacht, so ein 3D-Sound. Den kann man nur so richtig in VR erleben. Was ist denn hier los? Sowas hört man ja sonst nur, wenn es real ist. Hä, warum kletter ich hier hoch und hier kann man nicht weiter? Hä? Ach so, ich weiß, hier muss was ran. Ist das logisch? Ja, wieso habe ich denn da so wenig Gadgets? Auf einmal. Wo kommt das Ding ran? Hä? Hm. Muss ich mal kurz gucken hier. Da setze ich mich mal kurz auf die Reling hier. Wenn man das so nennt. Was blinzelt denn hier alles? Das Teil, da komme ich erst ran, wenn das hochschnappt. Aber warum sollte das so hochgezogen werden? Alter, hier kann ich runterfallen, glaube ich.
schreibt's mal in die Kommentare, was ich machen soll. Dann gucke ich da nächsten Monat mal. Spaß. Ich gucke jetzt, was ich machen soll. Aber ich sehe es noch nicht. Aber gleich wird mir eine Glühbirne über den Kopf erscheinen. Und mir wird die Erleuchtung kommen. Also die Entwickler haben sich gedacht, der Spieler soll hier so lang laufen. Erstmal so denken, wow, wow, ist das krass, soll der Spieler sich denken. Erstmal. Dann läuft der Spieler hier so lang. Sieht das Teil, klettert daran hoch, macht den Pömpel rein und versucht den Pömpel irgendwo ranzumachen. Das ist ja jetzt das Schwere daran. Ich komme auch nicht hier hinter. Ich kann hier also nicht hinterlaufen. Daran. Ich werfe das jetzt hier mal einfach so irgendwo rum. Und. Ja! So also. So. Hey, was ist denn jetzt los? Wo klebe ich denn jetzt dran? Bin ich voll rausgeglitscht. Ach, deswegen das Teil hier. Damit man hier schön zielen kann. Oh. Ah, da muss man aber jetzt echt treffen, ne? Das ist ja... du Drecksding! Du Scheiß! Boah. Ich muss darauf achten, ruhig zu bleiben. So dreckiges! Oh, vielleicht ein bisschen weiter hier rein. Du Scheißding! Das gibt's doch nicht! Ich raste aus. Ich raste aus damit. Ich lehne mich jetzt hier so hin. Ganz nah dran. Du Scheißding! Du kleines... dreckiges Seil. Willst mich den ganzen Abend verarschen? Alter. Scheiße. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit hier mit dem Seil rumspielen. Ah, komm schon. Alter. Ey, wie haben die sich das gedacht? Als ob der Spieler hier den ganzen Abend so... Alter, ich muss sogar richtig krass schwingen. Um überhaupt so weit zu kommen. Ganz ruhig. Kurz mal Luft holen. Und einen Schluck trinken. Würde ich mal sagen. Was ist denn hier das Trinken? Hier ist das Trinken. Ich war gerade aus dem Spielbereich raus, dann stoppt er da immer und macht Stopp. So. Hm. Ah, ich habe eine Idee. Das muss doch bestimmt nicht nur mit diesem Scheißding da gehen. War bestimmt jetzt einfach so voll. Krass, dass das auch geht, aber man muss das wahrscheinlich gar nicht so machen. Man muss das wahrscheinlich anders machen, glaube ich. Ich denke, die ganze Zeit zu kompliziert. Wir haben doch hier so komische Morgensterne. Ja klar, guck. Und ich habe das mit dem Ding geschafft. Das ist ja Endlevel, dass ich das überhaupt geschafft habe. Hat das jemand mal gemacht so? Schreibt es mir in die Kommentare. Also das interessiert mich mal wirklich, ob jemand auf so eine Idee gekommen ist. So. Lass ich mich mal hier langziehen. Bin ich hier voll ins Schwitzen gekommen durch das Rumgewerfe. Man musste ja richtig feste werfen, dass das überhaupt daran kommt. Das ist ja krass, dass ich das geschafft habe. Das sollte den Langhals aus dem Geschirr befreien. Ja, das befreit den aus dem Geschirr. Aber warte mal. Ich will mal gucken, ob hier was zum Bluten ist. Das kann Schluss rausgehen. Aber ich löse lieber erst die Befestigung. Ach so. Na gut. Wenn du es so sagst, dann wollen die Entwickler es so. Befreit den Langhals. Und jetzt? Sieht aus, als könnte ich am Geschirr hochklettern. Ah, jetzt ist das Ding da unten runter, ja? Ich verstehe. Ich will mal testen, ob ich das dagegen werfen kann oder ob das dann auch abgeht.
Alter, das muss ich aber hier mal testen und aber auch treffen. Nee, das ist ja richtig lappig, wie das dagegen. Oder hier, mit so einem Ninja-Stern. Nee, das geht nicht. Aber hier, ne? Zack! Einfach mal mit der Pike dagegen. Das ist ein wundervolles Gefühl. So. Ach ja. Genau. Da muss ich kurz überlegen, aber da kommt der meisterhafte Wurf. Und die Bang-Bewegung. Yeah, yeah, yeah. Kann ich hier so rüberschwingen? Nö. Ich lass mich fallen. Hilfe! Boah, das tut weh an der Hände. Kann ich mir vorstellen. Das ist nicht übertrieben, wenn der junge Mann hier so rumweint. So. Hier. Ran. Ran an das Ding. Komm. Gib mal ja. Gib mal ja das Teil. Boah, lass ich mich jetzt richtig weit fallen. Hilfe! Boah, krass. Hände kaputt. Achso, wir sind ja jetzt einfach wieder unten. Jetzt müssen wir da an dem Geschirr hochklettern. Wie der junge Mann bereits sagte und prophezeite. Wie krass marode das auch alles aussieht hier. Sehr gut entwickelt worden und designt worden. Es ist wundervoll. Sieht aus, als könnte ich am Geschirr hochklettern. Ja, ja. Jetzt stoppt mal die Zeit und guckt mal, wie schnell ich oben bin. Ui, Scheiße! Das ist ja krass, wenn man so stirbt. Das wäre ein sehr miserabler Tod. Was denn jetzt? Jetzt muss ich das nochmal daran werfen. Ach komm hier, den gelassenen Wurf daran. Während das runter seid, springe ich schon ab. Packe da dran. Lass mich fallen wie James Bond. Und im letzten Augenblick halte ich mich fest am Seil wie Katy Perry. Hä? Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Achso. Ich habe die Orientierung verloren. Genau. Da ein lässiges Seil rangeworfen. Das kann ich noch gar nicht festhalten, wenn das runter sei. Gut zu wissen. Und dann runter. Oh, das war Optik. Das ist wie dieses Linealspiel. Kennt ihr das mit der Reaktion? Wenn man so die Hand hält und dann lässt man das, das Lineal so fallen. Also dieses die Messeinheit. Und dann muss man schnell zugreifen. Und dann je nachdem, wo bei welchem Zentimeter man gegriffen hat, je nachdem sieht man, wie schnell man in der Reaktionszeit ist. Boah, das sieht so geil aus. Ja, das machen wir jetzt. Ich springe jetzt auch nicht mehr darüber. Ich werde jetzt da erstmal hochklettern. Oder sollte ich auf der anderen Seite? Ich kann nicht im Geschirr hochklettern. Ja, aber nicht rüberspringen. So, machen wir das mal ganz vorsichtig. Vorsichtig wie eine pummelige Waldfee. Warum bewegst du dich nicht? Wie, das soll sich bewegen nach vorne? Ich wackel hier rum. Oder wie? Komm. Ach so. Oh! Krass aufgefangen.
Aber ich hab's doch voll krass getroffen, Leute. Also muss man's anscheinend nicht so machen. Oder? Also, ich glaube irgendwie nicht. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Komm her! Fall um, du Drecksding! Ich denke immer, wenn das so knackt, jetzt knackt es um und jetzt fällt es um, aber irgendwie nicht. Das ist ja... That's a shame. Oder soll ich das wirklich da so lang werfen? Das ist doch unmöglich eigentlich. Oder soll ich hier diese Seile durchcutten? Das sorgt alles für Verwirrung jetzt bei mir. Nee. Ich kann auch gar nicht hier durchlaufen anscheinend. Dann müssen wir das wahrscheinlich doch so machen. Das da ranwerfen. Mal versuche ich das nur mal, aber das ist echt hardcore. Ich habe doch da richtig rangeworfen. Die wollen mich doch verarschen. Also hier runter fällt das nicht oder so. Oder? Kann man hier noch lang? Da kommt ganz krasse Trommelmusik, wo hier gar nichts ist. Na gut. So wollt ihr das, ja? Ja! Krass, Alter, das ist ja krass. Ich habe mich auch richtig nach oben geschleudert. So. Das merkt man auch jetzt, da die Temperaturen jetzt ein bisschen wärmer sind, ne? Da wird das schneller warm jetzt unter der Brille. Man hat ja noch nie einen Sommer mit der Brille gespielt. Das ist jetzt der erste Sommer, der sich nähert mit der PSVR 2. Und da wird es wiederum interessant. Ich wette, ich kann die Schnalle mit der Spitzhacke zersplittern. Oder so. Jetzt weiter zum nächsten. Siehste? Für eine Spitzhacke, wenn du da so einen Morgenstern dabei hast. Jetzt zur nächsten. Ja, aber wo denn? Ach so. Die wollen, dass ich da rankletter. Oder was? Ja, wirklich. So. Kann ich hier nicht lang? Achso, ich muss hier lang klettern. Also. Ah, hier ist das Teil. Und der zweite Köder. Das machen wir mal mit einem Dartpfeil kaputt, oder? Testen einfach mal, ob das geht. Eigentlich ist das ja nicht für sowas. Ich will's treffen, aber. Ah, hat nicht geklappt. So. Dann hauen wir da jetzt voll rein. Fast geschafft. Fast. Da oben ist das nächste Ding. Und dann erwacht der junge Mann. Oder der alte. Das hat ja gar kein Geschlecht, dieses Ding. Und der letzte. Das ist einfach eine riesengroße ChatGPT-Anlage. Das ist der letzte Köder. Fast geschafft, mein riesiger Freund. So. Und wir dich hier raus. Genau, reiten wir mal auf deinem Rücken. Das habe ich aber nur auf Flat gesehen. Bei meiner Freundin. Sind Sie damit unter Kontrolle? Dann weg mit ihm. dieser Moment. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Boah, sieht das geil aus. Moment, kurz. Mal gucken.
Ach, ich kann nicht hier vorne hin. Ich muss diesen Moment jetzt voll ausleben. Was denn jetzt? Das ist kaputt. Scheiße. Das kann man doch da wieder reinschrauben, oder? Komm. Nee. Hab ich eingesteckt. Boah. Krass. Ist hier irgendwas zum Wegballern? Eine Scheibe? Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Boah, das ist so krass. Dass da diese Kratzer auch, diese kleinen, detaillierten Kratzer in der Oberfläche dieses Langrückens. Qualitativ sehr hochwertig, dieses Spiel, ja. Sehr, sehr hochwertig. Die Tore. Da kamen ja auch schon... Dann bist du frei. Einige Updates kamen ja auch schon raus. Ich darf ihn nicht das Sera überlassen. Jetzt ist ja der 3. oder 4. Juni. Und da wird wahrscheinlich noch so einiges auf uns zukommen. In der PlayStation VR-Welt. Ich hoffe... Die Türen gehen auf. Dass noch mehr Spiele so wie dieses aussehen. Lauf! Sei frei! Sei frei, mein Junge! Spring über die Mauer! Asera, mehr Langhälse? Oh nein. Sie kontrolliert sie sicher mit diesen Stäben. Ich bin sicher, dass sie direkt nach Meridian marschieren lässt. Zu Fuß hole ich sie niemals ein. Es sei denn, jemand schneidet ihnen den Weg ab. Urit vielleicht? Ich muss weiter. Krass. Kann ich mir richtig vorstellen, dass dieser Weg noch sehr weit ist von diesen Langhälsen. Boah. Wartet mal, wer auf einem Berg war. Das Schicksal des Sonnenreichs steht auf dem Spiel und du hast ihn geschickt? Na klar, wen sonst? Krimineller war die beste Lösung? Er meint, guck mal dich an, Krüppel. Was haben sie versprochen, Begnadigung? Ich war froh, ihn zu sehen, besonders weil die Ossera mich gerade töten wollten. Sie wollten mich nicht gerade töten. Und um mein Leben geht es nicht. Da ihr mich unbedingt retten musstet, ist das Sera vielleicht schon im Sonnenreich gelandet. Kannst du den Stuhl endlich hinstellen? Hast du Asera gefunden? Friede, Leute. Du lagst falsch bei ihr. Falsch? Nein. Spät? Ja. Aber wir arbeiten schon daran. Was ist ein kaputten Schuh? Soldaten wurden zu Randsiedlungen geschickt, um die Ossera am Auslegen der Köder zu hindern. Sie legen die Köder nicht aus. Asera hat sie an einem Langhals befestigt. Sie steuert ihn und alle Maschinen, die sie trifft, durch das Sonnenreich und nach Meridian. Sie steuert einen Langhals? Dieser Stab war in einem Langhals. Ich habe sie mit noch zwei Langhälsen gesehen. Das war kein Osseram. Das stammt von der Eklipse. Eine Trophäe von einem Raubzug Aseras gegen die Schattenkarja. Die Langhälse sind jetzt ins Sonnenreich unterwegs. Es gibt kaum Stellen, um die Grenze zu überqueren. Die Osseram waren ein Teufelsgroll. Es gibt ein Tal von dort zu einem Pass im Sonnenreich bei Adlersturz. Was machst du, wenn du sie gefangen nimmst? Wird Asera dann auch begnadigt? Nur wenige entscheiden sich für Fehler, Urit. Doch wir alle können jene wählen, aus denen wir lernen. Das ist krass, dass ich hier so rumlaufe, in echt. Aus seinen Fehlern. Aber Asera wird das bestimmt noch tun. Dann auf nach Adlersturz. Asera darf Meridian nie erreichen. Klotz nicht. Klotz nicht so, Mensch. Ich hab dir das Leben gerettet. So, und jetzt können wir wieder alle Freunde sein. Diese Täler führen Asera auf den langen Weg, aber sie ist mit dem Tempo eines Langhalses unterwegs. Ich muss quer über die Berge, um eine Chance zu haben, vor ihr Adlersturz zu erreichen. Das glaubt man gar nicht. Also wenn ich da so in die Ferne gucke, ich sehe kein Shattering. Also es ist... Es zittert nicht. Irgendwas so an den Rändern oder so. Kennt ihr das? Das ist hier nicht. Es ist einfach... Und hier, was ist das denn? Da ist ein Berg mit einer Fahne oben drauf. Krass. Da hatten wir doch mal ein schönes Level.
Da bin ich ja gespannt, was als nächstes geschehen wird. Was ist denn hier los? Reden wir erstmal nochmal mit denen, bevor ich mich hier verabschiede. Und wir das letzte Lied im großen blauen Haus singen. Hey, was ist denn los hier? Ich habe euch angequatscht. Bruder, du sollst doch Asera aufhalten. Mach ich schon noch. Aber das könnte unser letzter Moment sein. Dienstag oder so. Wieso bin ich jetzt so wichtig? Du warst nicht bei uns, als Mutter im Sterben lag. Und Itamens Schatten wäre mit offenen Armen empfangen worden? Ein Fehler ist doch keine Entschuldigung für das restliche Leben. Natürlich hat der Pfeil der Sonne noch nie einen Fehler gemacht. Oh, man merkt, dass ihr verwandt seid. Ihr seid beide Idioten. Aber er noch mehr. Zack. So. Vater. Kannst du dir Vaters Wut vorstellen, würde er uns sehen? Die Söhne des großen Falken arbeiten mit Marat? Du warst bei Vater, als er starb. Hat er je seine Taten zugegeben? Seine Schuld hat ihn getötet. Er nahm die Pfeile voller Scham. Du warst mal ein besserer Lügner. Und du dachtest immer, er wäre ehrenhaft. Wir haben uns selbst belogen. Er muss wissen, was richtig ist. Wir verstehen das große Ganze nicht. Aber er starb beim Töten von Kaja. Und der Tod leuchtet am allerhellsten. Niemand kann die Wahrheit vor seiner Flamme verbergen. Warum hast du keinen Bericht erstattet? Warum hast du Marat nicht über Asera berichtet? Du weißt doch, was sie tut. Ich musste sie stoppen. Warum nicht Hilfe holen? Du weißt nicht, wozu sie imstande ist. Und Marat wollte sie anklagen. Doch, du wolltest sie töten? Auf Verbrechen folgt Strafe. Ja, das höre ich oft. Unterstützung für Awad. Warum hast du Awad statt unserem Vater geholfen? Awad. Erst bist du die Wache des Königs, dann hintergehst du ihn und hilfst Awad mit Meridian? Genau. Du warst während der roten Raubzüge nicht in Meridian. Man sagte uns, diese Opfer würden die Maschinen stoppen, dass das ganze Blut unser Zoll fürs Leben wäre, aber ich sah Girans Gesicht. Dieses Blutopfer war nicht für die Sonne. Es war für ihn. Er hat es genossen. Und das hast du Radell aber nicht mir erzählt? Du hättest dich melden sollen. Du hättest mir sagen sollen, dass du erwartest. Wie ich sagte. Idioten. Ja. Weggehen werde ich jetzt. Einer von uns muss Asera aufhalten. Brauchst du ja nicht so den Kopf zu schütteln. Ich komme auch wieder. Ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch werde ich das nächste Gameplay machen. Brauchst du ja nicht so traurig zu sein. Komm, heb den Kopf wieder hoch. Ich werde doch wiederkommen. Also, dass ich den jetzt so hier so depressiv hier in dieser virtuellen Welt zurücklasse, ist natürlich traurig. Muss aber auch irgendwann mal sein, ne? Also lass den Kopf nicht hängen. Ich sehe dich. Du lässt den Kopf immer noch hängen. So. Müll hast du hier. Wollen wir mit dem reden? Nee. Das machen wir nächstes Mal. Ha, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Oder ja nicht. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und lasst mir doch bitte einen Kommentar oder einen Daumen da.